Hallo Leute, es kamen immer wieder Fragen auf, wie ich Musik höre. Das, was ihr hier seht, ist ein alter Denon und die meiste Technik von mir ist aus den 80er Jahren und älter. Der Denon Receiver, der hat ein Radio drin und bla bla bla, ist aber vom Klang her nicht schlecht, wenn er noch echte MOSFETs verwendet und nicht solche depperten IC-Verstärker. Dann aus demselben Jahr ist dieser CD-Player. Aber CD, wisst ihr ja, ist. Naja, ich will mich dazu nicht äußern. Dann hier ist mein Kassettendeck. Ist auch zufällig ein Denon, aber ein Dreikopf. Und wenn ihr euch ein bisschen beschäftigt, dann wisst ihr, dass Dreikopfdecks etwas besser sind als diese ganzen üblichen Billig-Kassettendecks. Dann habe ich hier einen Sony Minidisc und das ist das einzige Ding, was neuer ist als die 80er Jahre. Aber Minidisc ist eines der wenigen Techniken, Digitaltechnik, die halbwegs vernünftig klingt. Und jetzt kommen wir zu meinem ganzen Stolz. Das ist dieser Project Plattenspieler. Der ist ein irrsinnig gutes Gerät. Und die Firma Project hat angefangen, Plattenspieler zu bauen. Wie alle schon gemeint haben, Platten sind tot. Aber das Ding ist perfekt. Ja, der hat keine Mechanik drinnen, also alles komplett manuell. Wenn die Platte zu Ende ist, ich mache da mal ein eigenes Video drüber. Dann kommen wir wieder etwas zu einer moderneren Technik. Ah ja. Dass ich die ganzen Tapes umschalten kann, habe ich hier das so ein Tape-Switch, weil das Ding hat nur zwei Tape-Eingänge, aber die kann ich Gott sei Dank alle auf Monitor schalten. Dann haben wir hier, habe ich vergessen einzuschalten, ein DAT, Digital Audio Tape. Und dieser Scheiß ist das absolut Beste, was die Digitaltechnik herausgebracht hat. Weil MP3 und so weiter, das könnt ihr auch alles wisst ihr wohin stecken. MP3 ist für wie sagt man da, für ein After. Da sind ein paar Tapes und diese Tapes sind für dieses Ding. Und da sind wir jetzt in den, das Modell ist aus den 70er Jahren. Das ist ein Tonbandgerät. Und der Sound von dem Ding, da kann Kassette nicht mithalten, da kann Minidisc nicht mithalten, da kann CD nicht da mithalten. Das schafft gerade einmal das, wenn ich das Tape mit einer Samplingrate von 96 kHz aufzeichne. Aber dann kriege ich auf so eine 90 Minuten Kassette, dann nicht mehr mal 30 Minuten drauf. Aber jetzt habt ihr mal so eine Vorstellung, was meine HiFi-Anlage ist, weil da so viele Anfragen waren. Gut, ich hoffe, ich habe eure Fragen beantwortet und wenn ihr irgendwelche Fragen noch habt, bitte da unten in die Kommentarfunktion. Danke, bis zum nächsten Video.